Willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Hier ist Sigoretti und ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht von hier oben eher dahin komme, wo ich hin will. Ja, beim letzten Mal sind wir ja hier in die Engelsburg eingedrungen. Und hier sehe ich jetzt niemand mehr. Ich muss tatsächlich da vorne hin. Ja, kletter da mal rüber, Ezio. Gib mir die Armbrust. Der könnte mir nämlich gefährlich werden und mich unter Umständen hier sehen. Sehr gut. Bis hierher klappt das ja schon mal ganz gut, ohne gesehen zu werden. Hoch oder runter? Ich glaube, hoch wäre klüger gewesen. Ah! Ich meine runter. Okay. Ach du Schande. Puh. Okay, soweit so gut. Da oben muss ich hin. Hier sind aber zwei Wachen. Na, komm mal her. Du warst doch gerade hier ganz dicht bei mir. Dich ziehe ich einfach runter. Tschüss, mein Freund. Der riecht zwar da unten Aufmerksamkeit, aber hier oben nicht, oder? Genau. Und witzig ist, die gucken auch dann immer nur nach unten irgendwie und nie nach oben. Schön weitergehen. So ist brav. So, jetzt lass mal sehen, ob ich den von hier aus sehe. Den Knilch, wo er sich gerade bewegt. Jetzt kommt er in meine Richtung. Sehr schön. Oder auch nicht. Tschüss. Kriege ich den von hier aus, da hinten? Natürlich nicht. Muss ich den überhaupt kriegen? Nein, ich glaube nicht. Ich muss nämlich hier rüber. Oh, war es so klug, den leben zu lassen? Der entdeckt mich doch unter Umständen, wenn ich hier hochkraxle. Mit Kletterhandschuh wäre das einfacher. Habe ich das schon mal erwähnt, dass der Kletterhandschuh total vereinfachend ist für diese ganze Chose hier? Ui. Soweit so gut. Nee, nicht nach unten, nicht einfach darüber springen. Das ist ein bisschen weit. Wie schaut's hier aus? Schaffe ich das? Jawohl. Ja, ich habe das Spiel zwar schon mal durchgespielt, auch wohl ein paar Mal öfters. Cesare. Ah, Lucrezia. Aha. Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunähen? Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh. Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg. Und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein. Richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin. Fort? Das heißt, der Papst ist nicht da. Das heißt, auch Cesare will uns alle verlassen. Das ist nicht gut. Wo muss ich hin? Ich muss weiter nach darüber. Noch weiter rum? Eieiei.
Ich glaube, ich bin schon verkehrt gelaufen, oder? Ah, da unten muss ich hin. Okay. Okay. Von hier aus schaut's doch gut aus. Sehr gut. Öffnet das Tor! Der Generalhauptmann reist nach Urbino! Buona fortuna, Padron Cesare! Ja. Machiavelli wird sicher schwer enttäuscht sein. Wahrscheinlich, Ezio. Wo müssen wir denn jetzt? Ach, da vorne. Okay, dann klettern wir noch ein bisschen weiter, ne? Mein Gott. So ein Auf und Ab und Auf und Ab. Öffnet die Zelle. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Oh. Das wird euch eine Lehre sein. Sperrt ab und gebt mir den Schlüssel. Unglaublich. Brutales Tier. Ja, Lucrezia. Aha. Okay, noch weiter nach oben. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Hier könnte man mich wieder entdecken. Ja, da sehe ich auch schon eine Wache. Sehr schön. Na los, mein Freund. Sehr schön. Gib mir die Armbrust. Tschüss. Ich brauche mal wieder ein paar Bolzen. Ich hoffe, der hat einige dabei. 3 Stück an der Zahl. Sehr schön. Tschüss. Noch bin ich nicht entdeckt, glaube ich. Sonst hätte mir das Spiel das auch schon angezeigt. Polysynchronisation fehlgeschlagen. Bla. Und tschüss. Wo muss ich überhaupt hin? Ach, ich stehe direkt da drüber. Okay. Sehr gut zu wissen. Hast du noch ein paar Bolzen für mich, mein Freund? Nee, Wurfmesser. Die hättest du ja auch sparen können, du. So, jetzt könnte es interessant werden, ob ich ab jetzt noch die volle Synchronisation behalte oder nicht. Ich meine, mit der Armbrust ist das an und für sich kein Ding der Unmöglichkeit. Tschüss. Ganz ruhig bleiben. Ich glaube, ich muss noch weiter runter. Könnte das sein oder muss ich schon hier hoch? Könnte auch sein, dass ich hier hoch muss. Jo, ich muss hier hoch. Da rüste ich aber doch nochmal die Armbrust aus. Oh, mein Rücken. Bitte, könnt ihr mir diesen Wasserkrug reichen? Ich komme nicht heran. Kann ich euch noch was besorgen, Prinzessin? Ah, war klar. Ach komm, Ezio, wo zielst du denn hin, du Blödmann? Ja, komm her. mein Freund, ja, greif an. Hier, tschüss. Schade, schade, ich war so weit gekommen. Ezio, was machst du hier? Meinen Schneider aufsuchen. Für meine Rettung würde Cesare sich rächen. Zum Glück für uns ist er nicht da. Ob es einen zweiten Schlüssel gibt? Die Wache gab ihren Lucrezia. Also fürchte ich nicht. Weißt du, wo sie ist? Ihr Quartier ist ganz oben im Castello. Gut, bleib hier. Der Schlüssel gehört quasi mir. Ich gehe nirgendwo hin. Ich glaube, da war ich einfach zu ungeduldig. Ich glaube, man hätte auch zu ihr hinkommen.
nicht mehr als 10 Quadrate der Gesundheit verlieren. Habe ich überhaupt schon 10 Quadrate der Gesundheit? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist die Mission ja von vornherein direkt und volle Synchronisation fehlgeschlagen. Du hast nämlich noch keine 10 Quadrate. 2, 4, 6, 8 habe ich. Okay. Warte, wo muss ich überhaupt lang? Entschuldigung. Ich muss auf jeden Fall zu Lucretia. Nach oben, nach unten. Wie war das nochmal? Entschuldigung. Ich liebe dich so, dass ich es laut hinausschreien möchte. Aha. Bitte, du darfst es nur leise flüstern. Wenn Cesare es herausfindet, wer weiß, was er tut. Bist du nicht... Was war das? Ich komme zu spät zur Probe. Leb wohl, meine Liebste. Ich habe alles mit angehört, Mia Signora, und ich kann es bezeugen. Gut. Sag es, Cesare. Sehen wir, wie es sich anfühlt, die Rollen zu tauschen. Ja, Signora. Aha. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Bitte, fahrt fort. Ich wollte euch nicht stören. Ezio Auditore da Firenze. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe viel von euch gehört. Schade, dass Cesare nicht mehr hier ist. Er hätte es sicher genossen. Ich kämpfe nicht gegen euch, Lucretia. Befreit Katharina und ich halte ein. Unmöglich. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Wache! Vergiss es, junge Frau. Ach so ist das. Na dann, kommt mal her. Welche Richtung? Du gehörst mir! Mörder! Na komm schon. So ist fein. Ah, oh, Lucretia ist noch hier. Gefunden! La! Ich kann nicht riskieren, euch hier zu lassen. Also kommt ihr mit mir. Doch solltet ihr schreien, werde ich euch die Zunge abschneiden. Bleib hier! Weib! Komm her! Rettet ihr jetzt Prinzessinnen aus Bogen? Können wir ein bisschen schneller laufen? Haltet ihr das für Heldentaten? Herumzurennen und willkürlich zu morden? Ah, jetzt haben wir dich! Das glaube ich nicht. Lucretia, du solltest aus dem Weg gehen, nicht, dass ich aus Versehen dich erschlage. Na, kommt her. Kommt her. Au, verdammt. Och, sag mal. Pass auf. Gib mir mal eine andere Waffe. So. Geht doch. Hab ich dich? Wisst ihr, was aus den Pazzi wurde, als eure Jagd beendet war? Euer treuer Freund Lorenzo nahm ihnen alles und warf sie in den Kerker. Selbst die, die nicht Teil der Verschwörung waren. Jetzt. Ach, Lucretia. Huhuhu. Komm her, Lucretia. Hab ich dich? Die Frauen durften nicht heiraten und von den Gräbern wurden die Namen entfernt. Aus den Geschichtsbüchern getickt. Pen! Einfach so. Ach, ist das euer Ernst? Da ist er. Laju. Nicht weglaufen, Lucretia. Lucretia, bleib hier. Bleib hier. Komm her. Ihr habt die Auswirkungen eurer Taten ignoriert. Bereit, alles in Gang zu setzen, aber unwillig, es zu durchschauen. Ach, dass sie so viel reden muss. Halt einfach die... Cesare wird beenden, was er begann, und Italien Frieden bringen. Er tötet für einen höheren Zweck, anders als ihr. Hier geblieben, Lucretia. Hier geblieben. Die Unwissenden sind leichte Ziele. Was soll's, meine Worte sind vergeudet. Ipocrita. Richtig. Deine Worte sind völlig vergeudet, meine Kleine. Also halt einfach den Mund. Salute, Lucretia. Ich habe euch vermisst. Vaya farti fottere, Troia. Ist mir ein Vergnügen. Bring sie her, ich nehme den Schlüssel.
Wow, stilvoll. Wache, wache! Oh, ich habe genug gehört! Kannst du laufen? Nein. Ich schätze, wir gehen vorne raus. Schon wieder nicht entdecken lassen. Na dann. Es ist ja unglaublich. Es ist ja unglaublich. Allerdings, wie wir jetzt genau mit unserer Katharina Sforza in den Armen aus der Engelsburg entkommen, das erfahrt ihr erst beim nächsten Mal. Und ob ich dann auch die volle Synchronisation schaffe, genauso. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Und bis demnächst, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!